Ja, hallo, hier ist euer Thomas von Free and Ride und wir sind mal wieder im wunderschönen Bikepark OE und nehmen ein Fahrtechnik-Video auf. So wie versprochen, Hashtag alle 14 Tage, supportet mich jetzt Daniel Dyer mit seinem Video-Equipment, um euch meine alten Videos erstens neu aufzunehmen und auch neue Sachen, die ich einfach aus meinen Kursen gewonnen habe. Was ich vorher unbedingt anmerken will. Ey Leute, es gibt nicht die eine Fahrtechnik und es gibt nicht, oh, die Fahrtechnik von dem ist die gute Fahrtechnik und das ist die schlechte Fahrtechnik. Nein, das Wichtigste ist, dass wir überhaupt fahren, weil nur dann werden wir bessere Mountainbiker. Keiner wird durch Video gucken, sorry an die YouTuber, aber durch Video gucken wird keiner ein besserer Mountainbiker, sondern nur durch Mountainbiker werden wir bessere Mountainbiker. Und deswegen fahrt einfach. Alles, was ich hier in dem Video sage, ist natürlich aus meiner Erfahrung. Ich gebe allerdings tatsächlich wirklich fast nur Kurse im Bikepark, also Gravity Mountainbike. Ich mache nichts anderes, hauptsächlich da auch mit dem Themenschwerpunkt Springen. Das sind meine rein subjektiven Erfahrungen und Meinungen, die ich da so habe. Und die können abweichen, sowohl vom klassischen Lehrinhalt der DIMP oder halt von anderen Fahrtechnikschulen, spielt keine Rolle. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung und das ist nicht die einzig richtige oder so. Das ist Blödsinn. Es gibt immer viele Wege führen nach Rom und es gibt viele Techniken, die man benutzen kann. Wie gesagt, Hauptsache ihr seid überhaupt auf dem Bike. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Videoreihe und dieses Intro wird jetzt immer kommen. Und dann wisst ihr sofort, hey, ein neues Fahrtechnik-Video ist da. Jo, danke fürs Zuschauen jetzt schon und nach dem Gucken ausschalten, biken gehen. Ciao, euer Thomas. Liebe Leute, Hashtag alle 14 Tage, es ist wieder soweit. Euer Thomas von der Gravity Mountainbike Schule Free and Ride. Heute mit dem Thema Kurve. Seid bitte nicht enttäuscht, es geht nicht komplett um das Thema Kurve, sondern es geht um eins der meist vergessenen Körperteile beim Kurvenfahren. Und wie schaffen wir es, einfach wieder intuitiv um eine Kurve zu fahren? Gar nicht halt mit so viel nachdenken. Viele müssen unglaublich viel nachdenken. Ich zeige das mal eben. Klassische Kurvenlehre. Innerer Arm streckt sich, äußerer knickt sich nach außen. Blick zum Kurvenende, Schulter reindrehen, Hüfte raus, äußeres Pedal runter für mehr Druck am Außenstollen. Das macht den Kopf irrevoll. Ist kognitiv eine starke Überlastung für Einsteiger. Wie wäre es denn, wenn man quasi fast gar nicht mehr nachdenken müsste? Das zeigen wir euch heute und wir zeigen euch halt das meist vergessene Körperteil beim Kurvenfahren. Ihr habt ja gerade gesehen, wie das aussieht, wie ich durch die Kurve gefahren bin. Das sah nicht gut aus. Das liegt daran, wenn man diese Theorie im Kopf hat und glaubt, man muss eine Kurve mit 90% alles mit dem Oberkörper irgendwie fahren. Und dann passen die Drehungen. Warum passen die Drehungen nicht zum Körper und so? Das erkläre ich euch alles in diesem Video. Für das erste Verständnis Kurven, gehen wir mal davon aus, wir sind zu Fuß ohne Fahrrad. Wenn ich zu Fuß ohne Fahrrad, der Daniel filmt mich jetzt mal von hinten, um eine 90-Grad-Kurve gehe, mache ich das ja nicht so. Ne? Behaupte ich mal, dass die meisten von euch nicht so um eine Kurve gehen. Die meisten gehen auch nicht so um eine Kurve. Nein. Wie gehen die meisten von uns um eine Kurve, wenn sie ganz intuitiv einfach spazieren gehen? Ich mache das im Kurs immer mit Klatschen, weil die Leute dann nicht wissen, wann sie eine Kurve gehen und dadurch dann intuitiv eine 90-Grad-Kurve gehen. Ich mache es mal vor, man geht da eigentlich einfach so um eine Kurve. So. Wenn man jetzt genau darauf achtet, habe ich bei dieser Technik, wenn ihr wollt, pass auf, ihr wollt das ja immer haben, der Daniel baut jetzt nochmal eine Slow-Mo ein. Kamera, stopp. Ach, du nimmst ja schon Zeitlupe auf, ne? Ja, ich nehme schon Zeitlupe auf. Achso, ja, wir waren ja bei einem anderen Thema. Gut, ihr habt es eben gesehen. Ich drehe eigentlich über den kleinsten Kontaktpunkt, das ist meine Fußsohle, meinen ganzen Körper. Bei 180 Grad wird es noch offensichtlicher. Ich drehe einfach den ganzen Körper. Wir müssen weg
von diesem, oh, ich drehe das rein, ich mache dies, ich mache diesen Arm. Dadurch passieren Sachen, dass Leute zum Beispiel in der Linkskurve die Hüfte innen haben, weil sie einfach so viel im Kopf haben. Versucht mal wirklich über die Körperrotation zu arbeiten und damit eine Kurve zu fahren. Das funktioniert tatsächlich, wie beim Zu-Fuß-Gehen. Ich mache das gleich mal vor und dann machen wir noch ein Experiment. Seid gespannt. Ich werde einfach nur meinen ganzen Körper dahin drehen, wo ich hin will. So. Das ist vielleicht keine schöne Kurventechnik, aber auf dieser nassen, glitschigen Wiese, der Daniel wird es euch bestätigen, es ist wirklich rutschig hier, habe ich die ganze Zeit, weil ich vertikal im Bike bin, Druck im Bike und da, wo ich hingucke, fährt das Rad auch hin. Nun der Gegenbeweis. Ich werde jetzt die ganzen klassischen Kurventechniken anwenden und versuchen quasi mit Armknicken, Armstrecken, Blickführung, Schulter, Hüfte, Pedale runter, um die Kurve zu fahren. Seid gespannt. Ja, da hätte ich den Daniel fast umgefahren. Das fühlt sich überhaupt nicht homogen an. Ich weiß, die Kritiker werden jetzt hochschlagen. Ah ja, aber was sagt er denn da? Das ist doch eine gute Kurventechnik eigentlich. Richtig. Ganz wichtig, Leute. Meine Meinung ist immer nur meine Meinung. Rein subjektiv. Die Wahrheit kann immer ganz anders sein. Das ist ja nur meine Wahrheit. So. Und ich sage euch, diese Techniken sind alle richtig, aber sie sind nicht die Waffel, warum wir uns eigentlich um die Kurve bewegen, sondern nur die Sahne, die man auf die Waffel drauf tut. Natürlich sind die Techniken alle richtig. Wenn ich jetzt eine Rotation einleite und dann die Techniken benutze, komme ich super um die Kurve. Jetzt kommt aber der Gegenbeweis und jetzt kommen wir zum Thema vergessenes Körperteil beim Kurvenfahren. Was ist das vergessene Körperteil beim Kurvenfahren? Miep, 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 miep. Wir nennen das Ganze bei uns zu Hause in Köln Bein. So. Die meisten hören tatsächlich mit der Hüfte auf, eine Kurve zu fahren. Und denken überhaupt nicht an die Beine, weil ihnen ist bewusst, wir haben es ja schon bei Druck im Bike durchgemacht. Wenn ihr das Video sehen wollt, klickt einfach auf die anderen Videos, die hier Daniel gemacht hat, unter Hashtag 14 Tage. Da ist das mit drin mit dem Druck. Da habt ihr schon gemerkt, wie wichtig die Beine sind. Auch beim Kurvefahren. Wenn ich mich nur um den Oberkörper sorge, kriege ich auch nur das Vorderrad um die Kurve und den Hinterbau ja gar nicht. Ich kann über eine Rotationskraft, über die Füße in die Pedale quasi eine Hinterbaulenkung einbauen. Das ist ja das, was wir alle wollen. Druck im ganzen Bike in der Kurve und nicht nur den Druck vorne auf dem Lenker. So, jetzt zeige ich euch noch was, was ganz wichtig ist, liebe Leute. Ich sehe immer viele Leute, die bei Kurven dann so wieder runtergehen hier vorne und in den mega krassen Cowboy oder sowas gehen. Ey Leute, ich zeige euch jetzt, warum das einfach rein physikalisch echt blöd ist und warum man einfach vertikal über dem Bike bleiben sollte, aufrecht über dem Bike bleiben sollte. Ich bin jetzt mal aufrecht über dem Bike und ihr achtet mal drauf, das Verhältnis, wie viel sich meine Hände drehen und wie viel sich meine Knie drehen. Wenn ich den ganzen Körper drehe, ich drehe den ganzen Körper, die Füße lasse ich aber fest auf dem Boden, also dreht sich das äußere Bein nach innen rein. Das seht ihr schön. Das ist natürlich. Am Anfang, wenn ihr das macht, kann es sein, dass euch die Knie kurz wehtun, weil ihr diese Bewegung einfach nicht gewohnt seid. Aber glaubt es mir, übt das im Stehen. Ihr seht, der ganze Körper dreht sich als eine homogene Achse. Jetzt gehe ich mal nach vorne. Und jetzt achtet mal drauf, wie viel sich Hände bewegen und wie viel sich Knie bewegen, wenn ich den Körper drehe. Und das ist, bleib mal hier so stehen, das liegt einfach am Radius. Wenn ich vorne runter gehe, machen die Hände einen viel größeren Radius wie meine Knie und gehen daher mehr Weg. Das ist einfach logische, ja, ist einfach logisch. Ne? Einfach weil halt natürlich der Radius, der Durchmesser des Kreises größer wird, bewegt sich das natürlich, wenn ich dann über die gleiche Achse das bewege, viel mehr außen wie innen. So. Deswegen wird es dann auch unhomogen beim Kurvenfahren, weil sich der Oberkörper viel mehr dreht wie der Unterkörper. Das heißt, das Ziel ist erstmal, dass wir vertikal über dem Bike bleiben, damit wir uns als eine Achse drehen. Jetzt mache ich quasi den Gegenbeweis. Ich werde jetzt versuchen, mit dem Oberkörper weiter geradeaus zu fahren und ich drehe mal nur die Beine rein. Ganz wichtig, Leute, Achtung, falsche Bewegung möglich. Nicht die Beine, weil ihr denkt, das sieht so aus im Video.
einfach nur reinknicken, sondern das Bein knickt sich nach innen durch die Drehung. Da ist die Hüfte mit dran. Also im Prinzip, ich kann die Beine ohne Hüfte eigentlich fast gar nicht drehen. Und deswegen passiert dabei dann Folgendes. Ich drehe jetzt also bewusst vom Kopf her nur meine Beine rein. Der Rest erfolgt wieder alles automatisch. So. Das war jetzt schon nur sehr zögerlich und sehr starr vorgemacht, aber man hat gesehen, das Rad will sofort um die Kurve. Ein zweiter Effekt, der dabei entsteht, durch das Kippen der Beine, durch das Drehen der Beine, kippt das äußere Bein in den Rahmen rein und drückt den Sattel gegen das innere Bein. Dadurch bekommen wir neben den zwei Pedalen und den zwei Griffen zwei weitere Kontaktpunkte und die Kurvenfahrt wird viel ruhiger und wir können noch besser Druck im Bike aufbauen. Weil wir ja in der Kurve uns nicht entkoppeln müssen, weil in der Kurve Hindernisse haben wir relativ selten. Deswegen sind Kontaktpunkte hier unglaublich hilfreich. Versucht wirklich mal die Beine so reinzudrehen, dass das äußere Bein gegen den Rahmen kommt und dann quasi den Sattel gegen das innere Bein drückt in. Es fühlt sich wirklich komplett anders an beim Kurvenfahren. Das ist mein Tipp, das solltet ihr üben fürs Kurvenfahren. Und die ganzen anderen Techniken sind natürlich nicht falsch, die könnt ihr dann nachher noch oben drauf packen und ihr werdet euch wundern, wie ihr auf einmal auf so einer losen Wiese um die Kurve fahren könnt. Ich versuche das mal einmal jetzt noch vorzumachen, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Man kann einfach ganz schnell über eine feuchte Wiese fahren. So, auf einer feuchten Wiese würde ich euch eher empfehlen, das zu üben, vielleicht etwas hangig und dann Slalomfahren üben. Das Tolle an dieser Technik ist, ihr müsst über nichts nachdenken, sondern einfach nur dahin gucken, wo ihr hin wollt und nicht vergessen, eure Beine zu drehen. Also, das meist vergessene Körperteil bei Kurvenfahrt, das Bein. Versucht es mal mitzudrehen. Testet es einfach, vielleicht ist das auch nichts für euch. Wie gesagt, es gibt fünf verschiedene Arten, die mir auf Anhieb anfallen, um zum Beispiel in einen Manual zu kommen. Mit drei komme ich nicht klar. Es muss jeder das finden, wo er gut mit klarkommt. In diesem Sinne, abschalten, raus aufs Bike, üben und vor allen Dingen Spaß haben. Euer Thomas von Free & Ride.